Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. So, wir gehen im Wald. Wo müssen wir hier lang? Müssen wir mal gucken. Was ist das da? Oh, immer mit. Alles mit, was wir mitnehmen können, ne? So, jetzt noch mal weiter weg. Da, da muss ich. Bitte mich hier hin. Okay. Hier rein. Zu ihr, okay. Was wir denn da? Kissen nehmen wir uns vorher noch. Okay. Nun? Ich habe mit allen gesprochen, wie ihr es wolltet. Und? Der Schmied und seine Frau wurden von einem wütenden Geist geplagt. Er wird sie nicht mehr belästigen. Ich will euch mal glauben. Sonst noch etwas zu berichten? Vermutlich treiben noch andere Geister hier ihr Unwesen. Genaueres kann ich noch nicht sagen. Nun gut. Habt herzlichen Dank, Red McGrath. Ihr habt euren Beitrag geleistet und euch einen Platz hier verdient. Meine Schwester sollte demnächst zurückkehren. Sie wird euch sicher kennenlernen wollen. Bis dahin seid ihr hier willkommen. Okay, danke schön. Okay. Ich verabschiede mich. Ja, bis dann. So, dann gucken wir mal. War das jetzt hier? Okay. Ja. Folgen wir jetzt mal. Okay. Wo muss man lang? Wo muss man lang? Da. Da. Machen wir das jetzt erstmal. Runter. Ihr wollt also eine Karte. Die Karte zeigt uns nach Westen. Möchtet ihr etwa die Segel setzen? Oder vielleicht wissen, in welche Richtung Osten? Oder wollt ihr nach Westen bleiben? Mehr. Führt das uns hin? Man natürlich auch mit. Hier entlang. Oh, der Feinde. Ach, ey. Heute nicht. Wie viele sind denn hier noch? Mach Sitz. Ja, mach Sitz. Okay. Jetzt haben wir keine Weile mehr hier. So. Da lang. Ich bin gespannt, was. Hörst du eine Französin? Ja, und sie ist ganz schön resolut. Tja, sie ist Französin. Kommt nicht näher! Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Red McGrath, zu euren Diensten. Der Verbanner, der überlebte. Auch wenn das nur wenig half. Seid ihr Prudence Hank? Was wollt ihr? Sie ist misstrauisch. Warum nur? Mit wem habt ihr gerade geredet? Was meint ihr? Gerade eben. Ihr habt laut geredet. Auf Französisch. So ein Blödsinn. Nun ja,
Also gut. Wie ihr wollt. Ihr müsst euch verhört haben. Sie wird es nicht zugeben, aber Prudence Hake ist insgeheim Französin. Ich will ganz offen sein, Mrs. Hake. Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe. Ich habe nie erwähnt, dass ich Prudence Hake bin. Sie ist stur. Das gefällt mir. Ich habe die Schrift an euren Wänden gesehen. Ihr werdet heimgesucht, nicht wahr? Es stimmt schon. Seltsame Besucher hatte ich öfters. Euch beispielsweise. Betretet ja nicht mein Haus. Ich gehe jetzt nach Hause. Und wie gesagt, haltet euch fern. Sie leugnet, was mit ihr passiert. Wir werden Beweise brauchen. Noch mehr Zahlen. Die sehen neu aus. Und noch mehr Zahlen. Folgen wir der Spur. Wir folgen wieder der Spur. Mrs. Hake kam mir verdächtig vor. Sie war dir gegenüber ebenso misstrauisch wie du ihr gegenüber. Was macht eine Französin in Kriegszeiten hier in Neuengland? Die Tatsache verbergen, dass sie Französin ist, natürlich. Dann gehen wir hier rein. Gottlose! Ungläubige! Es mag nicht, dass wir herumschnüffeln. Hier einmal untersuchen. Alles klar. Das ist ein Geheimtext. Hat Prudence Hake verschlüsselte Botschaften geschickt? Sie meldet die Vernichtung von Essensrationen, die auf dem Seeweg in Yuiden ankommen. Das erklärt die verbrannten Docks bei unserer Ankunft. Und was jetzt? Noch mehr Spuren. Such weiter. Okay. Ist hier irgendwas da oben? Hey, hier oben muss das sein. Untersuchen. Leichen. Wir könnten das, was ich hier versteckt, herbeirufen. Ja, dann machen wir das mal. So kann ich das ja nicht. Hier. Was ist das jetzt? Weiß ich jetzt nicht. Warte mal. Das sind keine Drohungen. Oh, okay. Es ist noch nicht vorbei. Achtung! Ein Femen ergreift Besitz. Hexe. Ich kann dir helfen. Okay. Es sind Warnungen oder Hilferufe. Okay, was haben wir denn da hinten? Hier war da gerade irgendwas. Denn hier. Hast du das gespürt? Es ist nah. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Aber noch mehr Spaß. Der ist von einem Schild umgeben. Du bist im Visier. Autsch. Der
für den Einsatz. Okay. Da stand doch einer. Weitere Botschaften. An diesem Ort haftet eine starke Erinnerung. Thomas? Du weißt, dass ich dich immer lieben werde, ja? Siegel. Okay. Je näher du kommst, desto gefährlicher wird es. Einmal runter, bitte. Thomas hat ihr Hugenottensiegel gefunden. Ich bezweifle, dass er wusste, dass sie eine französische Protestantin war. Ich glaube, dass sie belogen hat. Sie hat ihn angelogen. Er hat sie nie richtig gekannt. Vielleicht hat er sie gekannt und das hat ihn umgebracht. Wir sollten versuchen, mit ihm zu reden. Ja, okay. Oh, und wieder. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Okay, was haben wir hier? Okay. Er hat einen Laser. Okay, dann einfach mal da hoch. Hier ist irgendwas. Hier. Aber das geht noch nicht auf. Okay, da ist der Geist. Wartet, wir wollen nur reden. Trage das Geflüster auf ewig fort. Oha, wer will sehen? Da ist noch einer. Oha, das ist schade. Hallo. Autsch. Hast du etwa Angst vor einem kleinen Schlag? Ich kann dir helfen. Geht doch. Netter Versuch, Thomas. Okay, das war schon knapp. Dann einfach mal hier hoch, bitte. Da hinten. Das da hinten. Mal so hin. Ja. Dann gucken wir uns das mal da an.
Was ist das hier? Das ist passabel, wenn man die Füße hochlegen will. Okay. Sehr nice. Probieren. Okay, haben wir aktiviert. So, dann einmal dahin, wo wir hin sollen. Wir müssen hier runter. Hast du das gespürt? Es ist nah. Hier ist was. Schaut euch an, ungeliebter und gottloser Schwimmer, wertloser, blutschuldiger Narr, für immer der unendlichen Gnade durch meine Lieben gedacht. Vergib mir! Und wascht euch rein von den Schwimmen. Oh mein Gott, nein! Was hast du getan? Bleib, bitte! Bleib bei mir! Es ist überall. Entschuldigt, er hat es selber. Er nahm sich das Leben. Seine Albträume waren ungewöhnlich. Können schlechte Träume einem Mann so etwas antun? Doch. Wenn er heimgesucht wird, dann schon. Er ist hier. Ich muss da lang, okay. Lasst uns in Ruhe. Brad McGrath, Herr. Ich versuche, Ihrer Frau Prudence zu helfen. Flüstert mir nichts zu, Teufel! Ist das jetzt wirklich jedes Mal nötig? Dann überlasse ich dir den Vortritt. Na schön, verbannen wir's. Hinfort, Teufel! Ihr werdet sie nicht bekommen! Prudence ist nicht die, für die ihr sie gehalten habt. Und doch habt ihr sie geheim gehalten. Ich kenne sie. Ich liebe sie. Auch nachdem sie die Kolonie verraten hat, obwohl ihr wusstet, dass sie euch belogen hat? Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Ich gelobte, sie zu lieben. Ein Versprechen darf man nicht brechen. Ihr bringt sie um, Thomas. Nein. Nein, ihr irrt euch! Ihr laugt ihr die Essenz aus. Sie wird wahnsinnig werden und dann sterben. Sie braucht mich! Sie braucht mich! Sie braucht mich! Er hat seinen Verstand verloren und zieht sie mit in den Wahnsinn. Er glaubt, sie zu beschützen. Also verbannen wir ihn, dann wird sie in Sicherheit sein. Was wir auch tun, Prudence hat ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Wir sollten es ihr sagen. Okay. Wann haben die Albträume begonnen? Kein Anfang, kein Ende. Möge das Geflüster auf ewig ruhen. Möge das Geflüster ruhen. Möge es ruhen. Okay. Ja, lass mal. Bleibt hier. Vielleicht können wir helfen. Was tut ihr hier? Mit wem habt ihr da gerade gesprochen? Wer? Ich? Gerade eben habt ihr doch mit jemandem gesprochen. Wer war das? Blödsinn. Ich bin allein hier. Alles geht wieder weg, jetzt kann ich. Spielt nicht mit mir, Verbanner. Jetzt sagt mir die Wahrheit. Ich kann euch die Wahrheit sagen, aber könnt ihr sie auch akzeptieren? Ihr schlaft kaum.
Ihr wacht erschöpft auf. Ihr fühlt euch ausgelaugt, aber ihr gebt der Trauer über euren Verlust und der Angst vor der Entlarvung die Schuld. Was wisst ihr schon über mich und mein Leben? Ich weiß, dass ihr eine Spionin seid und dass euer Mann euch sehr geliebt hat. Er hat euren Geheimtext gefunden. Es ist sein Geist, der Botschaften auf euren Wänden hinterlässt. Hier gibt es keinen Geist. Was führt ihr im Schilde? Ich tue meine Arbeit, nichts weiter. Euer Mann sucht euch heim. Ich bin hier, um euch beiden zu helfen. Er dachte, ich wäre eine Bedrohung für euch. Er hat versucht, mich zu verjagen. Er liebt euch sehr. Deshalb wird er euch nicht allein lassen. Ist er hier? Ist Thomas hier? Das ist er. Er will, dass ihr New Eden verlasst und der Gefahr entkommt. Ich habe hier Arbeit. Wichtige Arbeit. Euer König schert sich einen Dreck um New Eden. Der Krieg wird woanders geführt und wird mit oder ohne euch weitergehen. Hey. Prudence, Thomas, es ist soweit. Lass ihn aus, warum schuldig? Aber der hat selbst gemordet, hat er so verbannt. Alles irgendwie. Lass mir den aussteigen. Thomas Hake, euer Leben nahm ein tragisches Ende. Aber trotz ihrer Lügen habt ihr die Frau, die ihr liebt, beschützt. Meine liebste Prudence. Wird sie ohne mich in Sicherheit sein? Wird sie in Frieden leben? Sie hat eure Warnung vernommen. Lasst sie jetzt gehen. Sie soll ihr Leben auf ihre Weise leben. Bitte, sagt es ihr, dass ihre Liebe immer genug war. Das weiß sie. Ihr wurdet erhört. Ihr könnt gehen. Okay. Was ist geschehen? Was habt ihr mit ihm gemacht? Thomas hat seinen Frieden gefunden. Ihm ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihm eure Liebe genug war. Bitte, ich brauche einen Moment. Allein. Okay, wir werden also noch zurückkehren hier. Der arme Kerl hat seinen Verstand verloren. Aber seine Liebe hat ihn nicht verlassen. Sowas kenne ich nur zu gut. So, einmal zurückreisen. Oh, Vamp. Aber das werden wir dann... Ich muss eh hin, glaube ich, ne? Ja. Okay, wir werden hier hinreisen. So. Aber ich würde auch sagen, hier ist die Folge dann vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis in der nächsten Folge.